Das Rheinische Revier. Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung steht die Region vor einem riesigen Umbruch. Ein steiniger Weg steht bevor. Aber der Strukturwandel ist auch eine Chance. Die Herausforderung? Den Menschen nachvollziehbare Zukunftsperspektiven, die auch soziale Sicherheit bedeuten, verständlich aufzuzeigen. An der RWTH Aachen wurde auch dafür die Transformationsplattform Revira geschaffen, die Forschung für die Zukunft im Rheinischen Revier zusammenführt. Hallo und herzlich willkommen zu Erzähl's mir RWTH, dem Wissenschaftspodcast an der RWTH Aachen. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit dem Strukturwandel im Rheinischen Revier. Mein Name ist Anna Bremen. Und ich bin Zoe van der Meulen und unser heutiger Gast ist Frau Professorin Agnes Förster aus dem Kernteam der Transformationsplattform Riviera. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, dass wir heute im Gespräch sind. Ja, bevor wir gleich über Riviera sprechen, möchte ich gerne mit einer Frage starten, die wir zum Einstieg jedem unserer Gäste stellen. Bitte nennen Sie uns drei Begriffe, die Sie mit dem Rheinischen Revier verbinden. Weite, Zukunft und europäische Verbundenheit. Ja, wenn wir über das Thema Zukunft sprechen, dann sind wir ja eigentlich schon direkt im Thema. Und vielleicht könnten Sie ein bisschen erklären, was es mit Riviera auf sich hat und inwiefern das für die Zukunft des Rheinischen Reviers von Bedeutung ist oder darauf auch vielleicht Einfluss nimmt, was da so passieren soll oder gerade schon passiert an der RWTH. Ja, Zukunft gestalten hat ja mit Wissen zu tun und braucht Innovationen. Und da ist eine Hochschule und insbesondere so eine interdisziplinäre und integrierte Hochschule wie die RWTH prädestiniert, ein verlässlicher Player zu sein. Also über viele Jahre wird die RWTH hier Partnerin sein, um Wissen bereitzustellen für den Strukturwandel. Und das ist ja eine Aufgabe der Universität in der Gesellschaft, die wir befördern wollen mit dieser Transformationsplattform. Also die dient dem Wissensaustausch und die dient dazu, Dialoge zu führen und auch ein Stück weit Vertrauen aufzubauen zwischen den Wissenschaftlerinnen, ihren Partnerinnen, die ja auch in verschiedenen Projekten schon reichhaltig an Bord sind, und Menschen und Verantwortungsträgern im Rheinischen Revier. Also wir Plattform meint, dass wir ja im Hintergrund oder vorbereitend zu ganz konkreten Projekten eben Netzwerke stärken und wie gesagt Wissenstransfer stärken und das als mittel- bis langfristige Perspektive auch sehen, um beizutragen zum Strukturwandel. Genau, an der Stelle wollte ich gerne fragen, was bedeutet denn der Strukturwandel für Sie, für die Region rund ums Rheinische Revier und vielleicht auch für Aachen? Es ist ja hier ein sehr forcierter Wandel. Ja, wir haben einerseits diese globale Klimafrage und die ist eine Aufforderung, einen Wechsel vorzunehmen im Energiesystem. Und der manifestiert sich natürlich genau dort, wo wir jetzt lange auf Braunkohle gesetzt haben. Ja. Und insofern ist das ein Wandel mit Ansage, den wir uns selbst verordnet haben als Gesellschaft. Also weniger vielleicht die Menschen im Rheinischen Revier, aber Deutschland. Ja, und es ist auch eine weltweite Bewegung, dass wir von dieser Braunkohle wegkommen müssen. Und insofern ist es halt eine Aufforderung, sehr verantwortungsvoll diesen Wandel zu gestalten und den auch mit einer gewissen Vorbildwirkung hier anzunehmen. Der Wandel, der hier vor uns liegt, der ist ganz speziell natürlich eine Aufgabe in dieser Region. Aber viele Regionen in Europa müssen ja auf nachhaltige Produktion, nachhaltige Energiesysteme, nachhaltige Landnutzung und so weiter setzen. Insofern haben wir auch eine beispielgebende Aufgabe vor uns. Und insofern nennen wir das auch Modellregion. Jetzt ist es vielleicht aus der Wissenschaft so gesprochen, aber es wäre auch schön, wenn wir das als Gemeinschaftsaufgabe sehen können mit den vielen Beteiligten. Und für die Wissenschaft ist es eben auch eine herausragende Aufgabe, ein Showcase, hier auch zu zeigen, was Wissenschaft leisten kann. Und das kann es aber nur, Wissenschaft kann hier nur etwas leisten, wenn es auch ganz besonders um Kooperation geht und um dieses Zusammenwirken der verschiedenen Beteiligten.
Also sehen Sie quasi Kooperation als größte Aufgabe, aber vielleicht auch als größte Herausforderung dann oder als angestrebtes Ziel? Ja, also Kooperation ist, beschreibt ja die Wege, die man nehmen muss, oder das ist eine Qualität des Wandlungsprozesses. Ja? Also man braucht diese Kooperation, um zu intelligenten Projekten zum Beispiel zu kommen, die eben nicht nur ein Thema für sich behandeln, sondern vernetzt sind und auch verbunden sind mit den Ressourcen im Revier, also mit der Ausgangslage, mit den spezifischen Qualitäten. Aber es geht auch um Verbundprojekte zwischen so Themen wie Mobilität und Gesundheit, ja, und Landschaft. Das sind ja auch zusammenhängende Themen. Also Kooperation ist einerseits das, was zwischen den Menschen und Institutionen passiert, aber es geht auch um intelligente so Kopplungen zwischen verschiedenen Aufgaben und Themen. Und insofern ist es auch immer eine Horizonterweiterung. Sie sprachen gerade von der Energie als Beispiel, also den Wandel im Energiesystem. Können Sie denn ein paar Beispiele nennen, was es für Projekte gibt, wo die ansetzen und was das Ziel ist und wie man die umsetzen könnte? Also ich kann vielleicht mal so die Bandbreite andeuten. Es geht ja einerseits über die Energiebereitstellung und das ist sicherlich eine Aufgabe, in der verschiedene ja, räumliche Maßstabsebenen zusammenwirken. Also einerseits haben wir da natürlich eine Dimension, die weit über das Rheinische Revier hinausgeht in diesem Energiesystem. Also wir haben da eine europäische Dimension. Und das bricht sich dann halt herunter bis zu dem, was an einzelnen Orten geleistet werden kann. Das ist etwas, was wir stark diskutiert haben, dass es eben immer auch um verschiedene ja, Maßstäbe geht und so auf verschiedenen Ebenen etwas beigetragen werden kann. Es gibt dann natürlich auch diesen Energieverbrauch, also es gibt wie verschiedene Perspektiven auch und den wiederum kann man sehr stark natürlich lokal gestalten, also wie man wohnt, wie Gewerbegebiete funktionieren, was, wo die Nachfrager auch sitzen. Räumlich relevant sind dann natürlich auch sehr stark die Verteilsysteme. Also wie kommt dann eigentlich diese Angebote, diese Bereitstellung von Energie zu den Nutzern? Und da wird ja auch viel darüber gesprochen, welche Form von Dezentralität möglich ist. Da ich jetzt hier nicht die Energieexpertin bin, kann ich weniger stark in ein einzelnes Projekt im Detail eintreten. Aber was man sieht, dass es eine sehr komplexe Aufgabe ist. Also da gibt es sehr viele verschiedene Faktoren und das ist keine Aufgabe, die das Rheinische Revier für sich alleine lösen kann. Ausgelöst von diesem Wandel quasi der Energiebereitstellung ist natürlich ein ökonomischer Strukturwandel für das Rheinische Revier. Aber jetzt in Bezug auf die Energiefrage haben wir es ja schon mit einer europäischen Frage zu tun, wie wir uns mit ja, diesem Lebensquell versorgen können und wie wir da intelligente Verteilungen vornehmen und was aber eben Regionen leisten können, wenn wir wissen, dass das einfach nicht aus dem Boden entnommen werden kann, wie das jetzt hier in dieser Region erfolgte. Ja? Also da wird es natürlich Beiträge geben mit regenerativen Energieformen, aber es wird sicherlich keine energieautarke Region jetzt unbedingt hier entstehen können. Sie haben eben davon gesprochen, dass das eine Modellregion ist und aber auch so ein bisschen diesen größeren Kontext eröffnet. Das ist eingebunden, ne? Das ist in Europa, es ist in diese ganze globale Frage eingebunden. Wo sehen Sie denn das Rheinische Revier und gibt es denn einen Austausch vielleicht mit anderen Regionen, die gerade einen ähnlichen Wandel durchmachen oder an einer ähnlichen Stelle stehen wie jetzt das Rheinische Revier? Ja, es gibt starke Vernetzungen jetzt innerhalb der Region mit dem Braunkohleausstieg in Deutschland. Die Kollegen in der Lausitz, mit denen halten wir Kontakt, oder im Mitteldeutschen Revier. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch global, oder wir können noch weiter nach Osten schauen, auch nach Polen. Auch dort gibt es das Thema Braunkohle und Wandel. Und so gibt es die Frage auch weltweit. Also wir sind wissenschaftlich in einem Austausch, das wächst. Und kann natürlich noch intensiviert werden, aber das ist total hilfreich.
auch für die Menschen in der Region tatsächlich mal darüber hinaus zu blicken und diesen Austausch zu organisieren. Oft ist es auch so, dass man lernt ja voneinander auch in der Art und Weise, wie man diese Prozesse gestaltet. Und da gibt es sehr spannende Formate. Und ich, also diese Transformationsplattform, die wir hier geschaffen haben, ist auch einmalig, ja. Auch im Vergleich zu diesen anderen Revieren, da haben die Hochschulen andere Antworten, auch sind auch sehr engagiert. Aber dieses Format ist auch etwas, was sich andere wiederum abschauen und wo sie davon lernen wollen. Und wir wollen vielleicht von anderen Fragen aus anderen Regionen lernen. Das ist also ganz wichtig, hier im Austausch zu sein. Also das heißt, die Hochschule hat hier was Einzigartiges entwickelt. Die Region ist ein Stück weit einzigartig. Sehen Sie denn die Region für die Zukunft insgesamt gut aufgestellt? Was sind denn Stärken der Region, wo man sagt, da kann es vorangehen? Und wo gibt es vielleicht Herausforderungen, wo man noch ein paar Barrieren überwinden muss, um für die Zukunft gewappnet zu sein? Ja, die Stärke ist ein Stück weit diese Polyzentralität. Also es gibt Anker, starke Städte und Orte rund um das Revier und auch im Revier. Und ich glaube, das sind Anknüpfungspunkte oder das sind Entwicklungsorte. Also für Anknüpfungspunkte für Entwicklung, Orte, an denen schon Menschen sind, die schon erschlossen sind, wo Impulse auch dann, die ausstrahlen in die Region, entstehen können. Und wichtig ist einfach, dass der Austausch funktioniert, auch von den großen Zentren, die wir haben, von den Ballungsräumen, ja, von diesen Großstädten und Metropolen auch in den ländlichen Raum. Und dass es also wechselseitig man angeschlossen ist, also dass da der Raum nicht abgehängt ist, ja, und das Revier auch so ein Entfaltungsraum ist für Innovationen, ja, im Großen, also in dieser Agglomeration, in diesen Agglomerationen. Die besondere Herausforderung ist, dass es also Menschen gibt, die etwas entwickeln wollen. Ja? Also dass es Entwickler, Pioniere, Entrepreneure gibt. Also weil Wandel entsteht ja nur von Menschen, die etwas tun. Und das ist die knappste Ressource, die wir haben. Ja? Auf der einen Seite. Andererseits geht es natürlich um diese Frage der Ökosysteme. Das hatte ich ja zu Beginn auch gesagt. Auch das ist eine Baustelle. Aber wichtig ist, dass wir diesen Entrepreneurgeist und diesen Gestaltungswillen wecken und leben. Und das muss uns immer weiter gelingen. Das ist aber in einer Region, die natürlich von einer Wirtschaftsstruktur geprägt war, die eben sehr zentral organisiert ist. Ja? Das ist ja dann immer diese Montan-Thematik, auch immer die größte Schwierigkeit, dieses Umdenken. Deshalb haben wir jetzt viel von jungen Menschen gesprochen, deshalb haben wir eben viel von Business Transfer gesprochen. Und es geht ja auch darum, dass Menschen, die vielleicht in solchen Forschungseinrichtungen, in Hochschulen sind, später vielleicht auch mal Unternehmer werden oder tolle Schulleiter im Rheinischen Revier. Also dass wir da wirklich diese Energien, also diese menschlichen Energien im Raum haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, auf dieser Ebene zu arbeiten, was wir jetzt adressieren mit dieser Plattform. Und natürlich geht es dann auch immer um diese konkreten Projekte, aber die Entwicklung der Menschen und für die auch so eine Art, so eine Lust, so eine Zukunftslust zu generieren, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die größte Gefahr ist vielleicht, dass wir nicht die Rahmenbedingungen haben, dass die Menschen sich entfalten können, dass es vielleicht zu viele Restriktionen gibt, zu starre Anforderungen, zu starre Leitlinien. Daran müssen wir dann arbeiten. Ich komme noch zurück auf diese Idee der Wissensplattform. Da geht es ja auch stark um Wissenstransfer. Mhm. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir so die Innovationsimpulse aus den verschiedenen Bereichen der RWTH gesammelt haben, so über das letzte Jahr und auch zur Verfügung stellen. Und wir haben auch so Beiträge von Akteuren, von Menschen aus dem Rheinischen Revier gesammelt. Also was können die Menschen, was können verschiedene Institutionen zum Strukturwandel beitragen, und das ist ein bisschen wie so ein Reißverschlussprinzip auch. Also die Forscher tragen etwas bei und die Menschen und Institutionen im Revier tragen etwas bei, und daraus geht es, da geht es darum, eigentlich so Zukunftsbausteine zu entwickeln. Und dieses Wissen wollen wir in das Revier bringen, beziehungsweise es ist ja schon im Rheinischen Revier, wir wollen den Austausch, die Begegnung zwischen Forschung
und Menschen im Revier stärken. Und das wollen wir über so Formate, so Lernformate wie so ein Atelier machen. Und mit solchen Ateliers oder Lern- und Lehrformaten gehen wir jetzt in diesem Sommer ins Rheinische Revier und werden mit Schülern dort arbeiten, bringen Studierende auch in den direkten Austausch. Also es geht auch stark um die nächste Generation, sowohl im Haus als auch in der Region. Das sind ja auch Menschen, die vielleicht einmal an die RWTH kommen und hier studieren oder die irgendwie in den Forschungsprozess eintreten. Ja, und das sind diese Vermittlungsformate, die uns am Herzen liegen. Sie sprachen vorhin von der Rolle der RWTH in der Gesellschaft. Ist das dann auch so ein Punkt, wo man sagt, man ist nicht einseitig, sondern man empfängt auch was? Es ist ein Dialog auf Augenhöhenaustausch und ein Stück weit geht man eben aus seinem Elfenbeinturm in die Gesellschaft rein, holt sich dort Impulse und spielt das zurück. Wie würden Sie da die Rolle der RWTH oder auch die Verantwortung einer Hochschule definieren? Also so leben wir das schon, denn ich habe jetzt viel von Wissen gesprochen, da gibt es ja so dieses sogenannte Systemwissen, deshalb habe ich jetzt vielleicht von Mobilität und Energie gesprochen, wie funktioniert das eigentlich, aber es gibt ja auch Zielwissen, wohin soll eigentlich die Reise gehen, und da hatten wir ja auch schon Formate, Workshops in Revierer, wo wir sehr stark mit den Akteuren über die Frage der Ziele gesprochen haben. Und ich glaube, gerade diese Frage, was sind diese Anliegen und die Bedürfnisse an diesen Strukturwandel und was stellt man sich als Zukünfte vor, das tragen wir wiederum eher aus der Gesellschaft an die Forscher heran. Und die können dann prüfen, ob ihre Wissensbausteine, die sie haben, wie die dazu passen, zu diesen Zielvorstellungen. Und insofern ist das sehr, sehr wohl ein Austausch, auf Augenhöhe, der uns vorschwebt. Ich glaube, es wäre falsch, wenn wir jetzt behaupten, der RWTH gelingt es an jeder Stelle immer schon zu jeder Zeit, diesen Austausch auf Augenhöhe zu führen. Aber wir sind ja in Veränderung. Also die Region ist in Veränderung und auch die Hochschule ist in Veränderung. Und die Offenheit in diesem Prozess und auch diese Offenheit in der Begegnung, das ist für uns ganz wichtig. Und es geht eigentlich immer um neue Verbindungen und Verknüpfungen. Das ist der Wandel auf der Ebene der Plattform. Die Plattform hat nicht die Aufgabe, einzelne Projekte umzusetzen. Wir binden die Kollegen, die Projekte haben, ein. Die schenken uns wiederum das Wissen in der Plattform. Aber wir schaffen neue Verknüpfungen her. Beispielsweise zwischen Zielen, die junge Menschen im Revier formulieren, Zukünfte, die sie sich vorstellen können, und zum Beispiel den Forschern, eine neue Verbindung. Und da gehen wir davon aus, dass das eigentlich ein Beitrag ist zu Transformation, zu Wandel. Und das ist das, was ich sagte, eigentlich auf einer etwas übergeordneten Ebene, die aber unglaublich nützlich ist, auch für eine Kultur innerhalb der RWTH und eine Kultur der Kooperation und eben auch der Wertschätzung von solchen Wissensbausteinen in der Region. Revierer kann auch eine kritische Stimme sein aus der Wissenschaft mit einer gewissen Unabhängigkeit von den Akteuren, die eben auch die Verantwortung tragen für ganz konkrete Projekte, die Revierer gar nicht tragen kann. Und es darf ein Raum für kritisches Denken sein. Und das haben wir gehört, ist auch gewünscht. Dass es also hier sehr stark auch um eine Gemeinwohlorientierung geht, also dass die Hochschule ein Akteur ist, die Hochschule steht eben für Gemeinwohlfragen, ist überparteilich auch, und wir können diesen kritischen Blick, auch diese kritische Diskussion, aber auch diese sehr zuversichtliche Diskussion, ja, also auch Wissen als Beitrag, um Zuversicht zu haben für Zukunft, weil es auch Lösungen gibt, das ist ja auch wichtig in diesen Zeiten, diese Rolle können wir spielen, und deshalb ist Revierer immer auch in Ergänzung zu anderen Akteuren, die diese Verantwortung übernehmen, die konkrete Projekte vorantreiben. Und deshalb ist es hoffentlich als Plattform ein Format, das uns hier an der Hochschule noch viele Jahre zusammenbringt und diesen Transfer lebendig macht. Da Sie den Zeithorizont aufgemacht haben, wo stehen wir denn ungefähr? Oder wie lange dauert das denn, bis so ein tiefgreifender Wandel sich vollzieht in der Region?
Wo würden Sie da das Rheinische Revier im Moment sehen? Und die zweite Frage wäre, Sie haben gerade darüber gesprochen oder angesprochen, dass das immer ein Austausch ist, dass es innovative Bildungsformate gibt. Wie wird das denn von den Akteuren oder den Betroffenen angenommen? Also wir haben so eine ganz intensive Startphase hinter uns. Nach der Ansage, hier wird es diesen Kohleausstieg geben, also dieser verordneten Ausstieg, sind ja unglaublich viele Aktivitäten losgetreten worden, ja nahezu unübersichtlich von unglaublich vielen Akteuren. Und deshalb, glaube ich, haben wir so eine erste Startphase schon hinter uns und kommen jetzt in eine Phase, wo ja die ersten Projekte dann auch anlaufen und also wo Stück für Stück echt Wandel passiert und man vielleicht aus dieser Hektik, die man zu Anfang hatte, in kontinuierlichere Prozesse einsteigt. Aber der wirkliche Wandel, der liegt noch vor uns. Ich meine, das Besondere ist, dass wir zwar immer glauben, wir könnten Überblick über die zeitlichen Abläufe haben, aber diese Zeitmomente oder diese Ansagen, was bis wann geschieht, das verändert sich eben auch. Also es geht auch so darum, vorbereitet zu sein. Was ist, wenn es schneller geht? Was ist, wenn noch etwas anderes passiert? Weil natürlich diese Zukunft offen ist. Also wir mögen sie planen wollen, aber sie ist eben auch offen und deshalb geht es auch darum, dieses vorbereitet zu sein. Und dafür ist ja genau diese Vernetzung wichtig. Wie das angenommen wird, es gibt eben viele Player, die für die Bildungsfragen verantwortlich sind. Und da ist Revira einer unter vielen. Ja? Es gibt ja auch den Revierknoten Innovation und Bildung, der genau sich damit beschäftigt und auch wunderbare Dinge voranbringt. Ja? Insofern muss man das als eine Bildungslandschaft sehen und eine Landschaft von verschiedenen Impulsen. Und die RWTH ist ja schon in sehr vielen Lehrveranstaltungen, also wir haben auch so eine vernetzte Lehre initiiert. Da hatten wir 20 verschiedene Lehrveranstaltungen aus verschiedenen Fakultäten in einen Austausch gebracht, in so einen Meta-Lernraum. Also es findet schon statt, laufend. Und wir bekommen das Feedback, dass es unglaublich wichtig ist, dass gerade diese Bildungsfrage zentral ist und dass es eben ganz viel einerseits mit Umdenken auch zu tun hat. Also, dass man doch eingespielte Denkweisen, ja, ganz schön revidieren muss, lockern muss, weil man mit dem gleichen Denken nicht in die Zukunft kommt. Und das andere ist, dass es aber auch diesen Mut braucht und diese Zuversicht. Und das natürlich gerade, glaube ich, Bildung bedeutet ja, mit Menschen zu arbeiten, ja. Menschen befähigen sich. Und diese Frage, inwiefern befähigen wir uns alle als, ja, in so einer Future Literacy heißt das dann auf Englisch, also so eine Fähigkeit, Zukunft zu gestalten, ja, und wie schöpfen wir da auch Mut? Das ist auch eine Bildungsfrage und ich glaube, gerade in diesem Mut machen hat auch die Wissenschaft eine bestimmte Rolle, weil es einfach evidenzbasiert möglich ist, wirklich Beiträge und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und das ist, glaube ich, wichtig in Situationen, wo man sich vielleicht diese Zukunft gar nicht so gut vorstellen kann. Gibt es Möglichkeiten dann irgendwie an ja, Workshops, Projekten, vielleicht gibt es ja auch mal Vorträge zu dem Thema. Ich glaube, es gibt ja auch ein Booklet, wo alle Projekte aufgelistet sind. Ja, wie kann man da vielleicht irgendwie partizipieren, sage ich mal, irgendwie teilnehmen oder sich weiter informieren? Ja, wir haben eine Webseite und da gibt es Kontaktdaten, da kann man an uns herantreten. Es gibt ja auch dieses Vermittlungsformat Knowledge Hub, das heißt, auch das ist ja so eine Schnittstelle der Universität zur Gesellschaft, wo ja dieses Jahresthema Strukturwandel jetzt behandelt wurde. Also Revira ist auffindbar, wir haben Vermittlungsformate und wir laden regelmäßig auch zu Veranstaltungen ein. Also herzlich willkommen, schauen Sie sich das an, suchen Sie das auf und wir freuen uns sehr über Rückmeldungen, über Beiträge, über Gedanken. Und auch über Ideen, wie wir beitragen können in der Region. Also wir werden auch gern angesprochen und auch eingeladen in die Region, um zu kommen, um vielleicht etwas von diesem Wissen zu teilen in ganz passenden Formaten, in einem Ort, in einer Stadt, zu einer bestimmten Fragestellung. Das machen wir auch schon und das möchten wir auch fortsetzen.
Und wenn Sie jetzt quasi einen Blick in die Zukunft werfen, Sie haben jetzt schon mal ein bisschen in die Richtung tendiert, gerade mit Riviera auch. Was glauben Sie generell fürs Rheinische Revier, vielleicht in Verbindung mit Riviera? Was sind erstmal überhaupt nächste Schritte? Und was ist am Ende die Vision, was passieren soll und vielleicht auch die Hoffnung, wie Riviera weiterhin angenommen wird? Also die Vision, die Vorstellung, die wir uns von der Zukunft machen, haben vielleicht einerseits eine inhaltliche Ebene, also für was steht eigentlich das Rheinische Revier in Zukunft, was ist das für eine Lebensqualität, die wir haben, und da sehen wir in unserer Befassung mit diesen Zukunftsimpulsen oder mit diesen Innovationsimpulsen, dass die Landschaft, die Ökosysteme und die Frage, wie der Mensch eingebettet in wieder gesundete Ökosysteme leben kann und auch wirtschaften kann, ganz wichtig ist. Und deshalb spielen auch so Fragen, wie versorgen wir uns, wie produzieren wir auch Güter, die wir benötigen, welche Stoffe nutzen wir und wie führen wir diese Stoffe in Kreisläufen? Das sind ganz wichtige Fragen. Und das sind auch Fragen, die letztlich sich viele Regionen werden stellen müssen. Also eigentlich ein ganz neues Bild, eine Eingebettetheit des Menschen in ein System, auch in ein Ökosystem, was ein Gegenpol ist zu diesem Bild der Ausbeutung dieser Systeme. Ja? Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger, glaube ich, Wandel, materiell, aber vielleicht auch so von dieser Beziehung Mensch und Umwelt. Und die Rolle von Riviera ist ja eine Stimme, eine Vernetzungsmöglichkeit von vielen in diesem Wandelprozess. Es ist eine Schnittstelle, es ist eine Kommunikationskultur, die aus der Hochschule initiiert wurde und die, glaube ich, für diese Fragen des Wissens, dieses wissenschaftlichen Wissens als Beitrag zum Strukturwandel hoffentlich wichtig bleiben wird oder sich auch weiterentwickelt. Dazu braucht es passende Formate. Das fängt in der Lehre an. Ja? Also wir haben ja von Studierenden gesprochen, es geht aber auch vielleicht Kontaktstellen zu Schülern. Und es geht darum, wie auch Projekte, also Forschungsprojekte in ihrem Verlauf, aber auch mit ihren Ergebnissen wiederum transparent zugänglich gemacht werden und solche Themen. Um diese Region zu wandeln, braucht es natürlich noch viel mehr Vernetzungen von ganz anderen Akteuren, die dann natürlich Träger sind von auch diesen regionalen Projekten. Was ich besonders bemerkenswert fand, ist, dass Sie schon oder finde, dass Sie so früh ansetzen und schon mit Kindern und Schülern ins Gespräch gehen, was ja unsere Zukunft ist, die nächste Generation. Und zum Abschluss würde ich daher die Frage stellen, wenn Sie in 10 Jahren mit jemandem sprechen, der heute Schülerin oder Schüler ist im Rheinischen Revier, und wenn Sie die Person dann fragen, vielleicht hat der oder diejenige ja an einem dieser Projekte teilgenommen, wenn Sie den oder die fragen, wie geht es Ihnen heute, was würde der oder die dann wohl antworten? Ja, ich habe einen Entfaltungsraum gefunden in meiner Heimat, in dem Raum, den ich mir zur Heimat gemacht habe. Und ich bin trotzdem offen und vernetzt. Ich lebe das Herz Europas, ich reise, ich habe Kontakte und ich sehe trotzdem an dem Ort, in dem ich bin, im Rheinischen Revier, eben Chancen, die ich für mich und meine Familie nutzen möchte. Das ist eine schöne Vision. Frau Professorin Förster, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch von mir. Ja, vielen Dank.